Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Hey Leute, wir haben jetzt Donnerstag, es ist kurz vor 5, ich werde jetzt in die Arbeit starten. Ich werde heute mal diesen Aufstrich hier testen. Mit dem Brot hier, wie manche gesehen haben, auf Instagram habe ich das diesmal selbst gebacken. Ja Leute, ich bin gerade nach Hause gekommen und habe jetzt 6 Stunden Pause. Später muss ich nochmal arbeiten gehen. Ich werde schlafen und wir sehen uns dann, wenn ich wieder wach bin. Ich bin gerade aufgestanden und ich habe bei Weitem länger gepennt, als geplant war. Es ist jetzt 2 Uhr, ich wollte eigentlich um 12 Uhr aufstehen. Und ja, jetzt mache ich mal einen Salat. Ja, die schneiden wir jetzt mal. Ich glaube, das filme ich heute nicht, weil das habe ich schon 1000 Mal gefilmt. Fertig, das sind jetzt Avocados mit Kidneybohnen und Tomaten. Das Ganze habe ich mit Balsamico-Dressing mariniert und das gönne ich mir jetzt. Mit Essen bin ich fertig. Bei der Arbeit war ich jetzt auch nochmal. Es ist jetzt 5 Uhr. Ich fahre jetzt schnell einen Bonddecker schneiden, denn den muss ich heute noch hochladen. Zwei so geile Seifen gekauft, die sind beide vegan. Die hier schmeckt nach Lemon und die hat mir meine Frau gekauft, die schmeckt nach Orange Zimt, richtig geil. Ich dusche seit längerem wirklich nur noch mit Seife und da freue ich mich immer, wenn ich eine Seife geschenkt bekomme. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde, mit dieser Seife, die ich da verwende, sehen die Haare im Endeffekt echt viel schöner aus, wie wenn ich mal irgendein Haarshampoo oder so eine Scheiße reinknall. Und ja, vielleicht habt ihr auch Erfahrung damit, schreibt mir es unten in die Kommentare. Hey Leute, ich bin jetzt auf dem Weg, meine Freundin abzuholen und gönne mir währenddessen Brot mit dem Aufstrich, was ich mir gekauft habe. Der ist einfach Hammer, schmeckt mega nice und ja, dann geht's in den Christkindlmarkt. Ja Leute, es ist jetzt 7:30 und ich bin wieder zu Hause. Ich werde jetzt noch schnell trainieren, was spachteln und wir sehen uns morgen, denn ich werde danach gleich ins Bett gehen, denn ich muss morgen früh um 5 Uhr wieder raus. Ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen und werde jetzt erstmal frühstücken. Und dann knall ich mich ein bisschen ins Bett. Too many days in the darkness. Ja Leute, ich habe jetzt soweit gepennt. Heute war ich so intelligent, mir Wecker zu stellen, damit ich nicht länger als geplant schlafe. Und jetzt werde ich erstmal was kochen, denn ich habe mega den Kohldampf. Ich habe mir voll den mega geilen Reis gekauft. Der heißt übrigens auch Reishunger, kein Witz, heißt wirklich so. Und der ist echt nice, der ist so ein bisschen wie Risotto-Reis. Reis kochen ist jetzt, um ehrlich zu sein, nicht so meine mega Stärke. Aber soweit ich weiß, müssen wir den vorher anbraten und dann mit Wasser aufgießen. Für den Reis brauche ich eine Soße, den werde ich aus Kürbis, Tomaten, Paprika und Ingwer herstellen. Und wisst ihr, was das Coole ist? Ich kann es zaubern und zwar Hokus Pokus. Und geschnitten das Ganze. Jetzt braten wir es noch schön an und dann ist die Soße soweit fertig. Aber bevor ich es anbrate, zeige ich euch kurz, was ich verwende. Dafür verwende ich Olivenöl, Sojasauce, Knoblauch, Pfeffer und Granatapfel, das kenne ich von meiner Frau, gibt den ganzen echt einen mega geilen Geschmack. Das Ganze lassen wir jetzt kochen, ein bisschen einkochen, damit das Gemüse locker ist. Ja, ein richtig chilliges Gericht zum Machen, weil es echt nicht so aufwendig ist. Jetzt werde ich erstmal, bis das Ganze fertig ist, ein bisschen für meinen Führerschein lernen. Essen soweit ready. Ich muss ja ehrlich sagen, ich war nie so der mega Reis-Fan, aber seit so ein Jahr, 1,5 Jahre liebe ich Reis wirklich so enorm. Und ja, jetzt esse ich erstmal. Ist echt lecker. Müsst ihr definitiv mal nachkochen, ist
Soweit gegessen und gelernt, jetzt geht's wieder in die Arbeit und wir sehen uns, wenn ich wieder zurück bin. Wir haben jetzt den nächsten Tag, es ist auch 5 Uhr abends bereits. Ich bin seit 5 Uhr morgens wach und war bis eben in der Arbeit. Und ja, jetzt werde ich mal heute Abend nichts kochen, denn ich bin echt im Arsch und ich muss morgen wieder um 5 Uhr auf. Deshalb werde ich mir jetzt einfach nur eine Pizza holen. So, wieder zu Hause. Es gibt jetzt für mich Salatpizza. Ich liebe Salatpizza und Knoblauchbrot. Und das werde ich jetzt in Ruhe essen. Mehr wird heute nicht mehr passieren, denn es ist jetzt fast 6 Uhr. Und morgen muss ich wieder um 5 raus. Das war's dann für diesen Vlog. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben hier, abonniert mich da oben, aktiviert die Glocke. Hiermit bin ich raus. Ciao!